Ja, diesen Luftballon habe ich einmal gefunden. In der U-Bahn. Da flog der so vor sich her, ganz alleine. Habe ich ihn eingefangen. Steht drauf, Wiener Feinbäckerei. Da kommt er ganz aus Wien. Da ist er irgendwo in Wien aufgestiegen, bis nach Stuttgart geflogen, hat den Weg in die U-Bahn gefunden und dann habe ich ihn gefunden. Ich habe ihn dann mit nach Hause genommen, liebevoll gepflegt, aber nach ein paar Tagen sah er dann trotzdem so aus. Ja, das ist so ein Leben von so einem Luftballon. Der wird aufgepumpt, dann fliegt er lustig herum und dann verliert er etwas an Spannkraft. Und so ein Luftballonleben ist ganz ähnlich wie unser Leben. Das fängt ganz klein an. Dann wird man geboren. Dann wächst es weiter und wächst auf. Man lernt zu sprechen. Und andere komische Geräusche zu machen. Tja. Und dann kann man sein Leben gestalten. Und da gibt es ganz unterschiedliche Lebensformen. Und so ein Leben, das fordert einen ja auch ganz schön. Wie viel Druck der aushalten kann. Ja, der ist halt sehr flexibel. Manch einer spielt mit der Gefahr. Andere, die sind dann empört und die regen sich künstlich auf. Falsch, die regen sich künstlich auf. Sehr künstlich. Ach, tja, und der hier, der futtert alles in sich hinein. Der hier, ja, der wird geradezu größenwahnsinnig. Ja, und andere, die fallen reihenweise, wie die Fliegen. Aber Gott sieht, dass die Menschen verloren gehen. Und er kommt zu ihnen. In Jesus Christus können wir Gott erkennen, seinem Sohn. Und da ist er mitten unter ihnen. Da hat er Gemeinschaft mit ihnen. Da dürfen die Kinder zu ihm kommen. Da kann man einüben zu vergeben. Und ja, da zeigt Gott, wie ein Himmel auf Erden sein kann. Und dann ist plötzlich alles vorbei. Dann ist er weg. Dann ist der Traum wieder aus. Aber Gottes Liebe lässt sich nicht einschränken. Nicht durch Leid und Tod. Tod, wo ist dein Stachel? Oder deine Stecknadel? Und dann fährt er wieder hinein. Zum Vater zurück.
Mission erfüllt. Aber halt, er lässt uns nicht alleine. Er schickt uns den Heiligen Geist, einen Tröster, einen Helfer. Dieser ist immer bei uns.